Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Projekt hier auf dem Kanal. Sie sehen schon, im Hintergrund haben wir, ja, hier als Horst haben wir Erik. Du darfst hallo sagen. Hallo. Und hier einmal den Simon. Guten Tag. Die man vielleicht schon aus den Landwirtschaftssimulator-Streams kennt. Und ja, wir hatten gestern spontan eine Idee für ein weiteres Spiel und das machen wir jetzt einfach. Würde ich sagen, was gibt's zu tun, Vorarbeiter? Bin ich schon wieder Vorarbeiter, das ist ja ganz toll hier. Ja, du bist Horst. Ich hab noch gar nicht gesagt, was das hier ist. Wir spielen hier den Bausimulator 2015. Genau. Der kriegt auch bald ein Hakenzeichen an die Spiele ran. Ja, genau. Unsere Aufgabe ist eine Villa mit gepflasterter Einfahrt. Kommt schon der grüne Blitz vorbeigezischt. Ja. Fahre einen kleinen Bagger zur Baustelle. Besorge einen Container von einem Baustoffhändler und transportiere die Ladung in den markierten Bereich. Baggere den markierten Bereich aus. Baggere den markierten Bereich aus. Besorge einen Container von der Baustelle und transportiere die Ladung in den markierten Bereich am Kieswerk. So, steigen Sie dazu. Und vor allem anschnallen. Jawohl. So, wie man fahren aber ganz sicher. Wichtig, erstmal schinken. Macht man rundum Leuchten an. Gibt's die überhaupt? Mit oh. Mit oh, wie schön das klingt. So. Genau. Und Vollgas. Ja, aber nicht zu schnell, dass man an unserer Baustelle vorbeifährt. Ach, die ist direkt hier. Ja. Wow. Das hat sich echt gelohnt. Hätte man fast einfach mit dem Bagger hierher fahren können. Fahr mal ja, noch ein Stück. So geht's natürlich auch. Ja, passt. Ich glaube, ich mal so. Baggern hier, oder? Ja, wir müssen erstmal warten, bis Erik da ist, bis der Teil. Könnt ihr nicht anfangen ohne mich? Oder müsst ihr auf den Container warten? Ja, Container warten. Die Aufträge müssen, glaub, einer nach dem anderen. Genau, ein Container fehlt und dann müssen wir den markierten Bereich ausbaggern. Ich denke mal, dass wir das Ganze in den Container reinpacken müssen. Ja, natürlich auch. Ja, ich glaube auch. Ich kann aber schon mal hingehen, weil wir noch ein paar Sachen hier, Abschnitt 2 müssen wir noch ein paar Sachen kaufen. Könnte ich mich genau, natürlich schon auf den Weg machen. Nico geht shoppen. Genau. Kann ich mich in dem Scheißding bewegen? Im Hänger hier, Shift Q und Shift E. Ah. E. Ah, Tab. Jawoll, Erik! Ey, es hat funktioniert, also mach ich das so. So, der muss hier in die Fläche rein, oder? Ja. Noch ein Stück. Oh, Anhänger abgekuppelt. Muss ich ihn einfach mal abwerfen versuchen, vielleicht geht das. Jo, passt. Markiere den. Ja, genau, markiere ja, viel Spaß. Den gebaggerten Bereich aus. Ja, ich markiere mal auf den Bereich. Erik, könntest du vielleicht den Container ein Stückchen noch nach hinten bringen? Ja, ich fahre von der Seite ran gleich. Wenn das Baustoffhändler? Geht. Wo ist der Gartenhändler? Ach, da. Ach ja, stimmt, das war der Gartenhändler. Achso, ach, du meinst auf die ganz andere Seite. Ui, jetzt kann ich Gummi gehen. Ja, warte. Ey, guck, wie massiv das Ding ist. So, 80, 90. Hab's geschafft. Kurven geschnitten, passt schon. So, mit 100 hier in die Einfahrt rein. Grauenhaft, jetzt ist die Steuerung gerade invertiert. Wow! Gartenhandel. Ja, wow, jetzt krieg ich die Meldung, dass Nico im Gartenhandel ist. Ja, weil das gerade ich glaub, zum ersten ich Mal weiß hier... nicht, ich weiß nicht, ob gerade jemand. Ich glaube, Nico ist im Gartenhandel. Echt? Hm. Ich so meine Zweifel dabei dran. So, was brauche ich? Ich muss kaufen.
Besorgen Sie eins Schneebeere und eins Albensetzling. Was? Cool, man kann ja ins Haus sogar reinlaufen. Rick, kannst du dir merken, einmal Schneebeere und einmal Albensetzling. Schneebeere und Albensetzling? Doch. Einmal jeweils, hast du gesagt. Einmal Albensetzling, einmal Schneebeere. Gut, danke fürs Erinnern. Ich wollte sagen, einmal Schneebeere, einmal Alpen. Oh, okay. Menü öffnen, Gärtnerei, grüner Daumen. Oh. Sah gerade sehr ungewöhnt aus. Okay, das ist was. Wow! Hallo, was ist das jetzt? Ach. Nee, sollte man nicht sagen. Hängt dein Arm wieder, Baggerarm wieder fest? Ja. Ja, du musst gleichzeitig irgendeinen anderen Arm ein bisschen bewegen. Ja, bewegen dann. Ich bewege schon meine beiden Arme, damit ich überhaupt schrauben kann. Das ist schon kompliziert genug. Ein absolut bugfreies Spiel. Hallo, ich will baggern. So, mit 100 Sachen fährt man hier ins Dorf rein. Natürlich. So. Nee, ich muss erstmal. Oh. Wie gut, dass ich vorhin einen Hänger abgekuppelt habe, den ich jetzt brauche. Ich komme nochmal zurück. Du kannst ja beim Garten haben. Nein! Auch einen Gabelstab oder ein Gell, Nico? Du kannst beim Gartenhandel auch einen Stapler leihen. Du musst halt bei dem Händler gezogen ab mit. Jetzt hättest du doch von mit dem einem Stapler quer durch die Lande schicken können. Das wäre lustig gewesen. Ich können wir mit Juli machen. Bist du noch weiter, Baggern, Simon? Ja. Dann drück ich mal ja. Hä, warum? Weil theoretisch. Bist du schon fertig mit dem ersten Task? Ja, dann will ich fertig machen. Ja, jetzt ist schon spät. Ja oder nein? Ich hab's noch nicht gedrückt. Kann ich fertig beenden, ne? Autsch. So, dann mal aus der Gruppe rausfahren. Hey. Jetzt hier, warte, ich fahr ein Stück vor. Oh, Adam, haben wir die... Nein! Erik! Nein, ja. Nicht wieder abkippen! Heißt zwar abkippen... Oh, da haben wir jetzt einen. Heißt zwar abkippen, aber nicht, weil du ganz... Weil du die Erde wieder hin absetzen sollst. Nun schick ran. Weiter. Oder Gabelstapler mit Tastatur fahren ist echt unpraktisch. Wie war das hier, um die Ladeflächen jetzt zu öffnen? So, baggern. Das Geräusch von dem Bagger ist lustig. Von dem Gabelstapler hier auch. Schön eure Paletten ist es hier drauf. Euro Paletten, frisch von der Eurobahn. No. Ach, du bist schon fertig. Wow.
Ich habe einmal so einen 100% Abster gemacht und dann war's das. Oh oh, oh oh. Nee, Setzlinge, auf der Gabel bleiben. Und fahr mal aus der Baustelle raus, bitte. Ha, bitte? Du sollst aus dem Baustellenbereich rausfahren. Ja, Moment, ich klapp gerade den Bagger zusammen, weil den brauchen wir uns nicht mehr. So, ich stelle den Gabelstapler mal hier auf ganz unauffällig auf den Parkplatz ab. Ich genügend Platz zum Aussteigen, Alter. Ist wer? Bye, have a great time! Das macht Erik gerade, oder? Ich fahr den generell, ja. So, wir machen in dem Fall mal Hausbesichtigung. Boah, es passt. Guten Tag, ich würde gerne einmal das Haus hier angucken. Ist aber nicht zum Verkaufen. Was? Oh wow, ein Teil der Ladung ist nicht korrekt beladen. Mach das mal gefälligst gescheit. Komm. Toll, die Holzbalken sind nicht echt auf dem Dach. Das ist fake hier. Alles fake hier, ja genau. Oh fuck, jetzt bin ich vom Dach runtergekommen. Sonny-Töter. Das ist ja hier fast eine Physik wie auf LS-Niveau hier. So. Schlimmer. So, Gabelstapler hier wieder auf dem Parkplatz drauf. Oder auch nicht. So. Piep, piep, piep. So, wie 1940, wir haben die Schützengräben schon ausgehoben. Ach, Baustellenbereich, du musst weg, Simon. Scheint mir auch so. Ich komme mir gerade leider nicht mehr raus. Ah, jetzt. Hui, Katsching, und jetzt bin ich plötzlich außerhalb der... Okay. Schön. Wie auch immer ich jetzt da draußen rausgekommen bin. Achso, wir brauchen den Bagger eigentlich schon noch, um das Zeug abzuladen, gell? Aber vielleicht über die Baustelle. Über den Trigger fährst. So. Yo! Nico kam da gerade mal richtig mit Schwung hier reingebrezelt. Wie gut, dass das Gerüst da echt stabil ist. Ja, aber hallo. Das ist komplett gepanzert alles. Ja. Die wissen warum. Noch ist Juli nicht da. Hey! Los, hierher damit! Was hast du denn hier verbrochen? Also, ja, Entschuldigung, wir haben ein paar Löcher hier im Vorgang. Der Anhänger steht minimal im Weg. Klasse! Ich glaube, die ganze Kreuzung ist blockiert, weil der nicht, die wollen Vorfahrt gewähren, aber. Ja. Zu höflich, ey, die Autofahrer. Ja. Schönen guten Tag, Sie dürfen einfach vorbeifahren. Der Anhänger, der tut Ihnen nichts. Der wird Sie nicht angreifen. Sie können vorbeifahren. Ey, wenn der Arbeit nicht flirten. Sie brauchen nicht ganz so schüchtern sein. Sie können einfach losfahren. Los. Das Gaspedal befindet sich unten. Ja, genau. Haben Sie es ja gerade gehört. Und nicht bremsen. Hü. Ist das Fürth?
wird FÜNET geführt. Ja. Nico, kannst du mal den LKW in der Baustelle runterfahren? Ja, kann ich. Alter, wie langsam fährt der LKW hier? So, wie war das jetzt mit den Rampen? Einfach auf offener Straße. Schau mal zu uns auf den Hof. Ja, passt. So, ein wunderbarer Auftrag. Ah, jetzt. Oh. Ching. Halt, Erik, nicht bewegen. Jetzt. Beweg mich nicht. Robin, wo will der Bagger gerade hin? Jetzt jeder von uns 4.800 Euro. Das sieht doch schön aus, oder? Wie ist geworden? Ist doch schön geworden. Sogar die Mülltonnen hat sie abends schon herbequemt. Das Haus ist schön gebaut, ja. Klar, natürlich ist er von uns. Ja, ich würde schaukeln, geht das? Ich will schaukeln. Nee. Möchte Dominik für monatlich 2000 Euro einstellen? Hä? Ich kann ja den Arbeiter einstellen, der heißt Dominik. Ja, natürlich, Dominik. Du kannst doch nicht, was der bringt, aber wir stellen ihn mal ein. Den kann man als Vorarbeiter nehmen, große Sprüche und so, weißt. Einen schönen guten Tag, wie geht's Ihnen? Papiere bitte. Sie wollen mir Ihre Papiere nicht zeigen? Ja, das gibt leider hier. Oh. Warten auf beitretenden Spieler. Hä? Ich grüße euch, der Klaus ist aus dem Urlaub zurück. Hallo Klaus. Klatsch. Oh, servus Klaus. Klaus. Man sieht aus wie mein Chillingsbruder hier, glaube ich, ne? Ja, ihr seid euch ein bisschen ähnlich. Wo wollt ihr denn irgendwann mal die erste Folge jetzt hier beenden, oder? Ich dachte, die ist schon längst beendet. Wir haben nicht mal eine Verabschiedung gemacht. Hey, braucht eine Verabschiedung, so professionell sind wir doch nicht. Dann verabschieden wir uns von der Folge. Tschüss, Folge. Ja. Das war tschüss, bis zum Folge. Nächsten Mal. Hoffe, ich hoffe, dir hat's gefallen. Ja. Keine Wiederfolge, ne? Ja. Tschüss. Adile, tschüss. Hey, Horst. Jawohl, Horst hier. Ja. Du bist Klaus. Ja.